Ja, Schön. hallo, ihr lieben Freunde. Wir spielen Retro für null Zuschauer. Willkommen allen. Ja. Ich muss ja den Ton ausmachen, das ist sicher alles doppelt so. Jetzt. Ja, erstmal hallo. Mal gucken, wie ich das jetzt hier einbinden muss, soll, kann. Das hat ja neulich auch geklappt mit den Einsern und Zweiern. Ja, aber. Da mache ich mal einfach Monitoraufnahme, denke ich mal. Bildschirmaufnahme, ja, genau. Das ist ein bisschen zu groß. Dann mache ich das mal. Dann mache ich das Ganze mal. Okay. Also Ja. das Spiel müsste man jetzt sehen können. Ja, ich sehe was. Und ich skippe einfach mal. Und dann labern wir einfach los. Ah, tja. Hallo. Ja, ne? Hallo Niki, ja, genau. Ja, und wir wollten erst was spielen, aber wir haben uns dann doch umentschieden und jetzt reden wir einfach nur. Genau, und zwar reden wir heute über King's Quest 3, weil wir neulich ja schon King's Quest 1 und 2 hatten. Genau, ich habe hier erstmal schöne kalte Cola stehen und erstmal. Auch ich lasse mal Lena anfangen. Ich muss erstmal trinken. Dann trink du mal. Ja, wir reden heute über King's Quest 3. 1 und 2 hatten wir ja schon vorgestellt. Und in 3, das geht sehr seltsam los, nämlich über einen Jungen namens Gwydion, wo man sich wundert, wer soll das sein? Der ist Lehrling oder also beziehungsweise nicht Lehrling, nicht, aber ja, Arsch für alles bei einem bösen Zauberer. Und man erfährt dann irgendwie so nebenbei, dass der Zauberer schon andere Sklavenjungs hatte, immer Jungs, die er dann kurz vor ihrem 18. Geburtstag abmurkste, weil sie nämlich dann zu alt, zu schlau und zu neugierig geworden waren und dann durften sie nicht mehr weiterleben. Und immer wenn die irgendwie so Zaubersprüche rausbekamen oder Sachen mitnahmen, die sie nicht mitnehmen durften, mussten sie sterben. Ja, Uiuiui. und Gwydion, unser Held, der steht jetzt dicht vor seinem 18. Geburtstag und es droht ihm natürlich das gleiche Schicksal. Und dafür sind wir Spieler da, dass ihm das nicht widerfährt. Das heißt, wir müssen ihn da irgendwie aus dieser Nummer rausholen. Und das kann ich euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Nee, das ist recht fies. Ja, jetzt darfst du ein bisschen was erzählen. Ja, und zwar ist King's Quest 3 halt immer noch so ähnlich wie 1 und 2, ne, mit Texteingabe. Ja, stimmt. Und mit Pfeiltasten kann man da steuern und ja, muss halt, ne, look around und look table und dann muss man als halt get spoon und was auch immer, Angucken. kann man die Sachen Ja. angucken und Sachen mitnehmen und Genau, so wie es da in dem Let's Play, das ist übrigens mein Let's Play, ne, mal angemerkt hier, wie es da auch zu sehen ist und alles mit Textausgabe. ja, hallo Pengu ist auch da. Hallo. Und das Fiese aber im dritten Teil ist, ihr seht ja, da oben läuft ein kleiner Timer mit. Und man nennt ihn so als der Zauberer, der gibt uns am Anfang des Spiels nervige Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir schon Matsche, ne? Na, nicht richtig Matsche. Also er bestraft uns erstmal. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nicht die Hühner fütterst oder das Büro sauber machst oder sein Pisspot auskippst oder die Küche aufräumst, also ich glaube, das sind die vier Aufgaben, die du kriegen kannst. Und wenn du das nicht schnell genug machst, dann wirst du irgendwie in der Küche an den Füßen aufgehängt.
Aber ich weiß nicht, ob du dann gleich tot bist oder ob du dann nochmal weitermachen darfst. Das habe ich vergessen, das ist mir nie passiert. Ich habe das auch das erste Mal gesehen in irgendeinem anderen Let's Play und dachte, hui, das kenne ich gar nicht. Und du kannst ganz viele Gegenstände mitnehmen, wie hier Gwydion in der Küche auch gerade tut. Und es gibt welche, die sind unbedenklich und es gibt welche, die sind in höchstem Grade gefährlich. Zum Beispiel in höchstem Grade gefährlich sind auch Fliegenflügel. Und warum ist das so? Das erklärst du jetzt. Warum ist das so? Ja, wir müssen halt, wie gesagt, wir sind halt ne, der Sklave von dem Zauberer. Und ja, wir müssen Zaubersprüche machen im Laufe des Spiels, herstellen. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass Menennen das gar nicht gut findet. Und wenn ihr uns mit irgendwelchen Zutaten erwischt, die zu den Zaubersprüchen gehören, dann sind wir natürlich auch tot. Ja. Und ein Zauberspruch mit den Fliegenflügeln ist halt, ich glaube, das ist halt sogar eine Fliege verwandeln, ne? Ganz genau, da können wir uns eine Fliege verwandeln. Und da seht ihr in dem Bild eine süße schwarze Katze sitzen, die allerdings nicht so süß ist, sondern die ist irgendwie die Katze vom Zauberer, von Menannen. Und die setzt sich uns manchmal in den Weg und wenn wir da drüber stolpern, sind wir auch tot. Aber da müssen wir auch Haare klauen und das ist natürlich eine gefährliche Zutat, mit der uns der Zauberer nicht erwischen darf. Und wir müssen immer warten, bis der Zauberer mal irgendwie auf Reisen geht. Und dann können wir eigentlich richtig loslegen in diesem Spiel. Und am besten ist es, ihn gleich als erstes den Zauberspruch herzustellen, der ihn ebenfalls verwandelt, sodass er uns nichts mehr tun kann. Und da sind wir jetzt gerade im Büro oder im Schlafzimmer, sehe ich gar Büro nicht. vom Zauberer, Büro, ja. ja, ich sehe es ja gerade, ja, genau. Und da steht nämlich so ein kleines Schränkchen, da ist der Zauberstab drin und den müssen wir aufschließen und unten ist der Keller an den Regalen. Und ja, das müssen wir dann halt so nach und nach machen. Wir müssen auch alle Zaubersprüche machen, die sind besonders fies, die können wir ja dann mal zeigen. Hast du die Folgen alle Ja, irgendwo ich habe die liegen? hier in der Playlist. Gut, wunderbar. Da kann man ja immer mal hin und her springen. Warte, ich warte mal, ob ich das. Weil das Spiel ist recht fies. Also, das ist ja wie gesagt typisch Sierra. Wenn man irgendwas falsch macht, ist man direkt tot. Und das ist auch nicht anders wie als mit den Zaubersprüchen. Das ist genauso nämlich. Genau, Hier ist nämlich ja. gleich eine schöne Szene, wo Marlene hier in dem Let's Play von ihr. Wo sie versuchten Zauberspruch, ich glaube, oder warte mal, oder was nächste Folge? Ich Ich glaube, weiß nächste es nicht Folge. mehr. Keine Ahnung. Oh, ich hatte ja eine Folge mit Quinn alleine, in der er mir nur Zaubersprüche vorgelesen hat. Und da hatte ich Schein schon gesagt, er muss nicht dazukommen, weil das zu langweilig Nee, ist. Moment, das war glaube ich hier direkt. Müsste hier direkt gewesen sein. Das ist gut Ah, möglich. genau, da sehe ich's schon. Und ich skippe mal kurz zu dem Part. Genau. Die Videos dauern lange zum Laden. Genau, und ihr seht hier schon, man muss die ganzen Zaubersprüche manuell eingeben. Und die Zutaten. Auch, ne? Put a pinch of saffron in essence und so weiter und so fort. Alles. Und Alles du eingeben. durftest dich nicht vertippen. Und das Allerfieseste war, dass im Originalhandbuch sich ein Fehler eingeschlichen hatte und du immer also du hast wirklich, und es war ja vor Zeiten des Internets, ich glaube, das ist 87 oder so erschienen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, dieses Spiel. Also lange vor dem Internet. Und bis dann Sierra wirklich irgendwie hatte sich dann aber rumgesprochen, die haben dann allen irgendwie Briefe oder Faxe oder was auch immer geschickt. Mit der Korrektur, das war sehr, sehr mühselig, glaube ich. Genau, und wenn man irgendwas Ja. falsch gemacht hat, wie ihr jetzt hier seht, dann zum Beispiel Marlene will jetzt einen Zauberstab benutzen, hat es aber vergessen mitzunehmen und Ja, und da haben wir dann? hier einen Fliegenkopf und sind direkt tot. Das ist halt immer, wenn man einen Fehler gemacht, ist man tot. Direkt Genau, bei und den das ist Sprüchen. echt richtig fiese. Da sieht man so ein bisschen, dass der eine Fliege sein soll.
Was für große Augen du hast. Ja, Gwydion. Ja. Und man fragt sich immer wirklich die ganze Zeit, wo man jetzt das alles noch nicht so weiß und noch nicht so raus hat, wer ist eigentlich Gwydion und was hat er mit den ersten beiden Folgen zu tun? Denn in denen ging es ja um erstmal Sir Graham, der dann zum König wurde. Und in der zweiten Folge ging es ja um King Graham, der dann nach Dingenskirchen fuhr, nicht nach Kyrandia, sondern nach Kolyma, um da seine Valarnese zu befreien. Und dann kommt der dritte und du fragst dich die ganze Zeit, hä? Was hat das jetzt mit King's Quest zu tun, weil der rote Faden irgendwie völlig weg war? Ja, genau. Ja. Und du hattest, wenn der Zauberer verschwand, also wenn der auf Reisen ging, dann hattest du, glaube ich, immer so 20, 25 Minuten Zeit, um irgendwelche Dinge zu erledigen, also auch um in die Stadt zu gehen und dir da Gegenstände zusammenzusammeln. Und das Fieseste war immer da runter und wieder rauf und du musstest immer da runter und wieder rauf. Genau, Das war. hier seht ihr mal, Du lässt mich wie genau. der Berg aussieht und was für eine Pixelarbeit das ist überhaupt. Da die ganzen, ihr müsst euch vorstellen, man darf nur auf den hellgelben Feldern laufen. Das ist sonst, zack, seht ihr es gerade, sonst stürzt man gnadenlos ab. Und das ist wirklich jedes Mal, wenn du hoch und runter gehst, ne? Ja, zack, wu, 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 wu. Macht er dann. Genau, ich wollte es auch immer mal vorführen. Und das Fieseste war ja, hinter diesen grauen Felsen musstest du ja weitergehen und du hast nicht gesehen, wo du gehst. Und das war so eine besondere Tücke immer noch dazu. Ja, da Also, unten der große Felsen, ja. der ist richtig fies, Das ja. seht ihr jetzt gleich. Ja, lass mal einfach Weißt du, weiterlaufen. was die Ist, sich daraus gedacht, damit gedacht haben? ja, ganz schrecklich. Und ihr seht auch, ich speichere wirklich alle naselang ab und das musste auch sein, weil wenn du nicht gespeichert hast, wirklich alle 10 Schritte oder so, dann hast du nochmal von vorne anfangen können, irgendwo am Anfang vom Berg. Das ist einfach grauenvoll. Und dann auch so Zufallsdinge, wie zum Beispiel bei den Räubern da in der Baumhöhle oben. Wenn die da waren, dann warst du gleich zu Ende und dann musstest du da 10-mal rein und raus und immer neu laden und gucken, sind sie da, sind sie nicht da, oder schläft der oder sind sie wach? Es war so unfair, wie eigentlich alle Sierra-Spiele Also, unfair waren. du fällst aber auch hier, ja? Ja, ich wollte ja auch extra, glaube ich mal. Also zwischendrin. Ne, da wollte ich, glaube ich, nicht so gerne. Also deshalb speichere. Ne? Erlo sagt immer, save early, save often. Ja. Und es gibt also wirklich. Genau, richtig. Und ihr seht schon, das ist dann also auch wirklich angebracht, da so oft zu speichern. Und vor allen Dingen wusste man auch nicht, wenn man in den nächsten Bildschirm kommt, ist man dann gleich tot oder überlebt man? Ja, und weißt du noch, als wir den dritten Teil mal gespielt haben, da haben wir Ja. uns mit der Zeit vertan und dann waren wir in der Wüste bei Medusa und dann kam Manenne doch dann auf einmal wieder. Und weißt du noch, wo ich dann im Highspeed den Berg hochrasen musste? Ja. Mit Pixelarbeit. Ja, das war auch krass. Wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, könnt ihr, wie gesagt, bei Marlene vorbeigucken und dann mal die Playlist googeln. King's Quest 3 oder auch bei mir King's Quest 3. Das haben wir, glaube ich, in 3 Sessions abgehakt bei mir. Ist bei mir Ja, auf YouTube. Und bei mir hat es länger gedauert. das ist ja sogar die Folge, glaube ich, wo wir das aufgenommen haben, wo ich dann hochgehetzt bin. Ja doch, das könnt ihr bei YouTube, bei meinem Channel nachschauen. Das ist gut möglich, Ja, ja. da. Ja, ich hatte ja noch zwei nette Co-Kommentatoren, den Shinespark und den Quinn. Und da haben wir natürlich auch total viel gelabert, weil Shine das Spiel überhaupt nicht kannte. Und in irgendeiner, ich glaube, in der letzten Folge haben wir uns dann noch gefetzt, ob man Super Mario kennen musste oder Ach nicht. so, genau, Überhaupt nicht, ja, weil ja. sie ja. Und er hat überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass ich das nicht kannte. Das war so witzig. Ja. Aber das hat auch echt Spaß gemacht mit den beiden. Die waren wirklich klasse. Und das ist irgendwie auch ein lustiges Let's Play geworden. Auch Schein immer mit seinen, der hat ja so einen ganz trockenen Humor. Ja. Und dann kommen da immer irgendwelche Sprüche und du denkst, boah, also jetzt nicht unter die Gürtellinie oder so, aber total witzig irgendwie. Und dann hat er sich immer beschwert, dass er immer die Bösen
alten Männer sprechen muss. Hey, hab den natürlich Männern sprechen lassen und ja, das war, und wir haben alles simultan übersetzt, auch das war echt witzig. Oh Gott, ja, da sind wir jetzt in der Taverne und im Dorf und wandern da rum und sammeln. Also wir haben echt ewig gebraucht, diese ganzen Zutaten Ja, auch ja. zusammen zu sammeln. Weil im Prinzip konnte man das nur wissen, wenn man das Zauberbuch schon gelesen hatte. Aber wenn du natürlich das Handbuch hast, dann weißt du das auch so und dann kannst du einfach loslegen, weil es zieht sich wirklich endlos und du siehst da oben immer die Zeit. Du musst immer diese Zeit im Auge haben. Ja, das ist schon nervig. Und ich glaube, im Remake, da gab es ein Fan-Remake ja von, was wir auch gespielt haben. Ja, das war toll. Das war cool, aber da war die Zeit echt knapp. Da war man dann irgendwie, glaube ich, in 10 Minuten schon wieder da. Oder ganz, Ja, ganz fix war er da, aber ich habe das sogar mal gespeedrunnt, ihr Lieben, und da habe ich es geschafft, Oi. wo man nennen, da weißt du doch, ne, wo man nennen das Ja. erste Mal weggegangen ist, dass ich da schon alle Sachen hatte. Genau, ja. Aber mache ich auch nie mehr, weil das war auch stressig. Das ist auch stressig. Also das ist schon stressig, wenn du es nicht speedrunst. Aber wenn du es dann speedrunst, dann ist es noch stressiger. Das glaube ich dir. Deshalb würde ich das nie machen. Das wäre mir alles viel zu aufregend. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen mal zu dem Dreh, warum das ein King's Quest-Spiel überhaupt ist. Denn im Laufe dieser Zaubersprüche-Sammelei und Zaubersprüche-Aufsagerei und alle Zutaten haben und alle Zaubersprüche zusammen zu haben und alle wirklich auch alles dazu zu haben, was du brauchst, um erstens die Männer aus dem Weg zu räumen. Den verwandelst du mich in eine schwarze Katze. Triffst du auf deiner Mission auf eine große Höhle, die von einer Riesenspinne bewacht wird. Und nachdem du die besiegt hast, indem du dich in einen Adler verwandelst, kannst du dann auch in diese Höhle. Und da gibt es ein Orakel und das erzählt dir, wer du bist, nämlich wer. Ja, nämlich Alexander. Das ist nämlich der verlorene Sohn von Berenice und Graham. Genau, und es sind nämlich seit dem letzten Spiel 18 Jahre vergangen, jetzt nicht in Wirklichkeit, aber in Daventry sind in ein paar Jahren 18 Jahre vergangen, wo Valenice und Graham zwei nette Kinder bekommen haben, die auch noch Zwillinge sind, das heißt, sie sind beide 18 Jahre alt. Und hier sehen wir, wie Alexander Gwydion auch mit die Tiere verstehen kann. Alles ganz toll. Und da kommen böse Da kann, das kann auch Räuber. mal passieren, dass man einfach mal ausgeraubt wird im Genau. Wald. Das ist halt Sierra. Und hier sehen wir die Höhle, von der Marlene gerade gesprochen hat, wo man dann Genau. das Orakel drin ist und einem das dann erzählt und so weiter und so fort. Ja, und das Orakel erzählt dir halt, wer du wirklich bist und dass du eine Schwester hast, die allerdings von einem bösen Drachen entführt wurde, damit er sie verspeisen kann. Denn so Drachen müssen ja irgendwie mal Jungfrauen fressen. Ich möchte jetzt über die Symbolik nicht weiter mich auslassen, sonst kriege ich wieder die Krise. Und ja, auf jeden Fall muss Alexander dann natürlich, da er jetzt seine wahre Identität und auch natürlich seine Bestimmung kennt, sich mit den ganzen vielen Zaubersprüchen auf den Weg machen. Können wir mal irgendwie zeigen, wie, ich weiß gar nicht, wann Menenen da irgendwie Zur Katze überlistet. wird. Hallo, Mr. Marmeladensenf. Hallo, hallo. Wo er überlistet wird, ich denke mal unter der Folge Hurra. Da kann man mal sehen. Also, wir müssen, wie gesagt, halt Sprüche machen. Und ein Spruch ist halt, mit Nennen in eine Katze zu verwandeln, damit er uns nicht mehr belästigen kann. Und wir müssen das halt ein bisschen trickreich anstellen. Wir müssen ihnen immer auch was zu essen machen. Und wir mixen halt in das Essen dann. Ja, wir machen halt so ein Porridge, Katzenhaare. so ein. So Katzenhaare rein und dann Ja, so isst er ein das. Powerriegel, Powerbrei, Genau, Powerporridge. Powerbrei. Und dann isst er das und dann wird er zur Katze. Und hier ist, glaube ich, gerade die Zähne. Ja, hier. Wo man den dann austrickst. Und ja, wenn man Ja, das gemacht hat, genau. dann kann man halt wirklich, braucht man sich nicht mehr um die Zeit da um zu scheren. Oh, doch, muss man, glaube ich, weil irgendwann kommt ein Boot. Ja, das kommt, glaube, sobald du den letzten Zauberspruch, also irgendwie
ist es dann auf einmal da und wenn du nicht davon weißt, dann irrst du halt rum, ne? Kommt das eigentlich nochmal wieder, wenn du es verpasst? Nee. Dann ist Game Over oder was? Dann ist Game Over, glaube ich, ja. Ist mir dann nie passiert, aber jetzt ist er und frisst und dann irgendwann ist er Katze. Genau. Dieser Elch da an der Wand, der ist auch echt bedauernswert. Na, mach mal. Jetzt aber. Genau, und wusch, jetzt ist da eine Katze. Ja. Haha. Da haben wir ihn ausgetrickst. So, und dann haben wir ein bisschen Zeit, um alle restlichen Zaubersprüche herzustellen. Und so, ich glaube, sobald du den letzten hast, ist das Schiff da. Und dann solltest du, ich weiß nicht, wie lange noch rummachen. Nicht mehr allzu lange, sonst ist es weg. Denn du musst dich jetzt natürlich von diesem Land Ludor, wie das heißt, oder dieser Stadt oder diesem Ort, wegbewegen, um in deine Heimat Daventry zu kommen und um deine Schwester zu retten und das Land aus dem Elend, in dem es liegt, weil irgendwie ist das alles verbrannt, ne? Verbrannte Erde und du musst den Drachen besiegen, Das natürlich. war ganz cool im Remake. War das cool, wo wirklich alles gebrannt hat. Das fand ich Das cool. war wirklich, ja, das war echt toll. Ah, hier sehen wir das Schiff. Da hat es Marlene nämlich geschafft, noch rechtzeitig zum Schiff zu gehen. Ja, genau. Hurra. Und diese Schiffsreise, ne? Also da stehst du wirklich Ewigkeiten rum. Das kann bis zu eine halbe Stunde oder so kann das gehen, wo du nichts machen kannst, wo du einfach nur auf diesem Schiff fährst und da unten in dieser Kajüte bist und nichts weiter tun kannst, als zu warten, bis Land Ho ist. Wobei du hast eine Landkarte und ein irgendwie sowas und kannst immer verfolgen, wo ungefähr du bist. Und wenn du dann so ziemlich an Land wieder bist, dann musst du dich wieder tierisch beeilen, damit du dann auch vom Schiff runterkommst und nicht von einem Hai Ups. gefressen wirst. Ja, das ist dann auch sehr speziell, das Ganze, ne? Ist es auch. Ach so, ich habe ja noch vergessen, in die Taverne zu gehen. Genau. Da muss man ja erstmal mit Guybrush und mit Captain Chuck, LeChuck reden. Ja, Aha. auf jeden Fall ist das alles nicht so einfach, auch in der die ganzen Zutaten zu sammeln, die ganzen Sprüche zu machen oder sich zu vertippen und zu sterben wieder. Ja, das Und ist wirklich total ätzend. so, die Schiffsreise, die dauert halt wirklich endlos. Ja, Und zumindest kommt es dir so vor, ja. schauen wir mal hier. Genau, da ist man nämlich unten im Rumpf des Schiffes. Ja, stundenlang. Wir haben schon eine Stunde 18 Watt gespielt oder 20. Und dann muss man die ganze Piratenmannschaft, weil wir sind natürlich auf einem Piratenschiff gelandet, ist ja klar, die haben uns alles weggenommen und das müssen wir uns irgendwie alles wieder ergattern unter sehr widrigen Umständen, sonst. Ja, du kriegst das irgendwie gerade nicht hin. Die Powder Nee. in. Nee, Da jetzt. habe ich aber schon meine ganzen Sachen. Ah, Ja, hier. jetzt aber. So, jetzt ist man dann, wie gesagt, wenn man noch von Bord gegangen ist, ist man dann halt auf dieser Insel hier. Hier so ein Land. Genau. Und da schwimmt ein Hai. Das ist derselbe Hai, der seine Schwester Rosella dann mal in King's Quest 4 verspeisen wollte. Wenn du Pech hattest. Oh, und das mit dem Schatz haben wir bei mir nicht hingekriegt. Nee, warum auch immer. Ich glaube, das war ein Bug. Also das kann gar nicht sein. Der wollte ja überhaupt nirgendwo graben, ne? Nee, bei mir wollte der überhaupt nirgendwo graben.
Ja, und bei mir gleich da beim ersten Ja, Versuch. ja, Also klar. echt selten. Wobei du brauchtest ihn nicht, außer wenn du die volle Punktzahl haben wolltest. Der Schatz geht nämlich dann mit nach Daventry. Und ja, komisch, dass diese Piraten irgendwie nie wieder aufgetaucht sind in einem anderen King's Quest Game. Die hätten sie irgendwie nochmal recyceln können, finde ich. Die wurden recycelt für Space Quest 3. Da werden sie Pirates of Pestolan. Es stimmt auch wieder, ja. Da wurden sie in Genau. Space gebracht. Ja, und dann musste man sich seinen Weg nach Daventry bahnen, was auch nicht so einfach war. Da gibt es nämlich noch einen schönen Yeti, der auf einen wartet und so Höhlen. Und die man kraxeln muss, oh Oh. Gott, ja. Gott sei Dank ein Spielstand, den ich gespeichert habe, weil es ist mir dann irgendwie wieder nicht gelungen, das live richtig hinzukriegen. Und ich habe da so lange dran rumgemacht, bis ich sagte, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt, hoppsa, jetzt nehme ich dann einen gespeicherten Spielstand. Ja, Das mit dem Yeti können wir ja gerade noch mal zeigen. ihr seht, man muss hier wirklich noch Berge erklimmen und Schwindelnde Höhen und ja. Berge. Und es ist halt echt nicht einfach. Und dann mit dieser Steuerung, ne, mit dieser Pfeiltastensteuerung. Ja, das war nicht so Mit der Pixelspeicherung hier macht. ja, also das war schon ziemlich heftig. Ich glaube, ich bin den umgangen mit der Fliege. Ich bin, Naja. glaube ich, auf die Fliege. Ja, genau. Das war wesentlich besser, weil ich keine Böcke auf den hatte. Ja. Ja, dann geht, dann ist. Man kann halt das irgendwie austricksen. Ja, genau. Das hatten wir bei dir, glaube ich, nicht gemacht, ne? Du bist weggerannt vor dem Bin immer. weggerannt, ja. Ja. Bei King's Quest 3 beim Remake war es ganz witzig, wo der einen durch die Höhlen verfolgt hat. Das war aber auch nervig. Da ist Das der war sogar, hinter einen hergerannt noch. ja, das haben sie dann auch für Space Quest recycelt in 1 oder 2, ich weiß es gar nicht mehr, wo einer auch irgendwas durch die Höhlen verfolgte. Oder diese Spinne oder was. Ja. Diese Animation einfach toll. Ja, also wenn du bedenkst, wie alt diese Spiele sind, das war revolutionär damals. Davor hat es nur reine Text-Adventures gegeben. Zork war sowas. Zork 1, 2 und 3 waren reine Text-Adventures. Jetzt kannst du mal weitermachen, bis er da raus ist. Irgendwo ist er ja da raus. Sind auf jeden Fall diese Ja. Höhlen. Ja, die sind grauenvoll. Ihr seht ja, wie lange das hier dauert. Ich skippe hier irgendwie 5 Minuten immer weiter und das ist immer noch der gleiche Bildschirm. So. Ja. Und dann ist aber die Gefahr immer noch nicht vorbei, weil hier kommt der nächste schmale Weg und hier kann man wieder in den Tod stürzen. Ja, aber und wie? Ach. Also da haben sie sich wirklich was bei gedacht. Und am schönsten sind ja dann die Treppen mit Rosella. Oh ja, also da habe ich auch eine Story nachher. Okay. Vor allem, es nimmt ja auch kein Ende, ne? Also, das ist wirklich Adventure unnötig in die Länge gezogen. Genau, jetzt kommen nämlich die Treppen, wo man jetzt einfach hier runter plumpst und einmal nicht stirbt. Zum Glück, ja. Und Da irgendwie waren sie finde mal. ich, dass das Land einfach friedlich aussieht. In King's Quest 3 im Remake haben sie das gut gemacht, dass das so richtig mit Feuer aussah. Gut, ein verkohlter Baum ist hier. Ja, Einer stimmt. hier. Ein Einer ist einziger. da. Aber im Remake war das ja richtig, richtig genial mit, wo alles gebrannt hat. Das war ja, fand Kannst du ich ja cool. auch, da hast du den noch irgendwo, dann kannst du ja auch gleich mal zeigen, so Das zum kann ich Vergleich. gleich mal zeigen, ja. Wenn wir mit dem hier durch sind, genau. So, auf jeden Fall ist das hier Daventry und also haben wir hier. Genau, und kannst du noch mit so einem Zwerg reden, damit du überhaupt weißt, was Sache ist. Das weiß man dann, ein paar Mal gespielt hat. Ja. Und Und ja. es gibt was ganz Witziges gleich mit den Treppen.
Und zwar muss man ja dann diese Treppen hochgehen, weil da oben ein Drache ist, der Rosella gefangen hält. Und ja, hier sind die Treppen. Und ich glaube, Marlene macht es genauso, ja. Die geht im Zickzack die Treppen hoch, also oben rechts. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel. Nee, okay, sie macht es jetzt auch diagonal. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich das gespielt habe, nicht, dass man auch diagonal mit den Nummerntasten laufen kann. Und ich Genau. bin die ganzen Treppen mit Zickzack hoch und rund, Oh Gott. hochgegangen. Und Ja. das Nervige ist, sobald man Rosella befreit hat, ist das Spiel noch nicht zu Ende. Man muss Rosella noch zum Schloss begleiten. Und die geht vor einem dann. Und mit dem Zickzack kommt man nicht an Rosella vorbei. Rosella hat mich ständig in den Tod gestürzt. Ich kam da nicht dran vorbei. Also wurde ich dann von Rosella umgebracht, ja, sozusagen. Genau. Ganz toll. Ah. Deine eigene Schwester, du, ja, hast sie befreit und der Dank dafür, sie schmeißt dich die Treppen runter. Und Genau, hier müssen wir jetzt den Drachen besiegen, ja, erstmal unsichtbar machen. und Fun Fact, das, wo wir jetzt hier sind, das ist der gleiche Ort, wo wir in King's Quest 1 mit der Bohnenranke hochgeklettert sind. Genau. Weil, ne, wenn ihr euch daran erinnern könnt, rechts die Treppe, die geht man auch in King's Quest 1 dann runter, wenn man hier oben, ich glaube, da war der Riese, ne, hier oben. Oben war der Riese Ja. mit der Schatztruhe, die leer wird, genau. Genau, und Ja. ja, oh. Da wurde Marlene geröstet. Ja, weil ich mich nicht unsichtbar gemacht habe. Also ich ja nicht, aber Alexander, der arme Kerl. Ja. Ein schwarzes Aschehäufchen. Ihr seht, am besten, man muss echt vorbereitet sein. Man muss am besten schon, bevor man irgendeinen gefährlichen Screen, bevor man in irgendeinen gefährlichen Screen geht, am besten schon das vortippen, was man da machen so muss. Sonst hat man echt oft auch keine Zeit, wenn es dann passiert, irgendwie schnell was zu tippen. Das stimmt, ja. Also das kannst du total oft machen in diesen alten Spielen, wo du noch ganz viel tippen Bei musst. King's Quest, ab King's Quest 4 haben sie es ja besser gemacht. Bei King's Quest 4 war es ja so, du gibst was ein und dann ist das Spiel pausiert. Das war Ja. besser. Aber hier kannst du ja eingeben, während du irgendwas machst. Das ist ein bisschen schwer. Was ich halt auch nicht verstehe, ist, okay, du bist jetzt halt unsichtbar, ne? Aber du, das Ja. Feuer trifft dich. Aber unsichtbar ist ja nicht, dass du nicht unverwundbar bist. Da verstehe ich nicht, warum Alexander jetzt trotzdem nicht anfängt zu brennen. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Das haben sie, vielleicht haben sie das nicht so genau Ja. animiert. Ja, und jetzt müssen wir den Sturm brauen. Genau. Und dann kommt ein Gewitter. Ich meine, der bläst ja auch immer in Richtung Rosella. Die ist ja auch noch nicht angekugelt. Guck Nee. mal. Ne? Also. Da versucht Marlene gerade die richtigen Worte zu Schöne da. finden. Ja. Ja. Das ist komisch, dass man da nicht gleich tot ist, aber naja, egal. Das ist immer noch nicht richtig. Nee. Ah, weil der liebe Quinn mir das nicht richtig vorgelesen hat. So, schauen wir nochmal. Ah, jetzt hier ist es richtig. Ja. Turn it up, genau. Ja, da, so und jetzt aber. Ja. Ja, jetzt, es wird alles grau und Regen tut Drachen nicht gut, weil Regen löscht Feuer, wie wir auch noch in King's Quest 5 erfahren werden. Ja, das, oh Gott, ja, das wird noch was. Und da liegt der Tod rum. Ja, wir haben ihn besiegt, den armen Drachen. Wir haben ihn nicht und wir haben ihn getötet, nicht besiegt, sonst wäre er ein Drache der Weisheit geworden, wenn wir ihn nur besiegt hätten. Ja, puff, und dann ist er wieder Alexander. Und dann mache ich natürlich ein bisschen Blödsinn, muss er sein. Kiss Rosella, oh Ja, oh. ja. Ja, nicht nur das kommt noch schlimmer. Ja, ihr könnt auch gerne Fragen einwerfen, wenn ihr irgendwas über das Spiel wissen wollt, zwischendurch. Oh Ja, Gott, dann. was gibst denn du da Ja, genau. Alles ein? Mögliche. Ähm.
Aber der Spruch ist doch klasse. Ja. Der hätte ja sein können, ne? Kannst ja mal versuchen. So, auf jeden Fall, Versuch macht klug. genau, dann, sobald man Rosella befreit hat, muss man sie halt dann begleiten. Irgendwie sieht Rosella komisch aus. Ja, weil er nicht sah, in zwei schon komisch aus, dieser schwanger aus, fand ich immer. Ja, irgendwie schon, ne? Immer gefragt, von wem, aber. Also hier ist dann halt Rosella immer irgendwie komischerweise bei mir. Ich habe es geschafft, dass die. Das sieht echt so aus, als ob Rosella dich geschubst hat hier. Ja. Huch, Irgendwie siehste? ist bei mir das. Habe ich das geschafft, dass ich Rosella vor mir hatte und ich kam dann echt nicht an ihr vorbei. Und ich wusste halt nicht mit dem Schräglaufen, das wusste ich noch nicht. Und es geht mal zickzack diese Treppe hier runter, die sowieso Ja, das nur. ist ganz furchtbar. Das habe ich in King's Quest 4 gemacht, weil ich, glaube ich, vor 3 gespielt habe und da bin ich ewig nicht fertig geworden und dauernd gestorben. Das war ganz furchtbar. Rosella geht wieder hoch, die hat keine Lust mehr. Ja, kannst du Ja, dir denken? die will wieder zum Drachen. Oh, aber wie lang auch diese Treppe ist, ey, das gibt's ja gar nicht. Jetzt komm. Zum Glück haben sie die im Remake kürzer gemacht. Ja, das ist ja auch. Es zieht sich auch so. Es ist ja auch sinnlos, das ist nur damit das viel länger dauert. Sonst hat das ja keinen Sinn. Im Remake sind wir, das weiß ich noch, im Remake sind wir jetzt rechts gegangen, nicht links. Da kam dieser komische Gnom mit so einem Regenbogen und hat dann so eine Brücke gemacht. Stimmt, die Regenbogenbrücke, wo eigentlich alle Toten drüber gehen. Aber da denken wir jetzt auch nicht weiter drüber nach. Da ist der Brunnen aus King's Quest 1. Genau, der ist zugeschüttet. Und da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt kommt wieder der alte Sack da und freut sich, dass wir alle beide gesund und heil da runtergekommen sind, dass sich die Eltern rasend freuen werden. Da über diese Tatsache. Genau, und hier ist das schöne Schloss. Und es sieht immer noch so, wenn man reingeht, sieht es immer noch so aus wie in King's Quest 2 und 1. Ja. Ja, also echt, diese Farben. Ja. Sie können einen wirklich begeistern, oder? Ja. Genau. Aber Unheimlich was ich an schön. dem Spiel auch echt toll finde, ist, dass 3 so endet, wie 4 anfängt. Das finde ich echt schlau gemacht. Ja, genau, wo Graham das irgendwie seinen Hut wirft, ne? Ja, er wirft seinen Abenteurerhut, Und genau. Rosella fängt ihn vielleicht in King's Quest 4 dann auf. Oder vielleicht auch Und nicht. vielleicht auch nicht, ne? Und wer weiß, was da passiert. Das erzählen wir aber heute nicht, weil wir zeigen euch nämlich jetzt erstmal gleich noch die VGA-Version. Genau, die ist nämlich. Da Ja, die ist. werdet ihr echt staunen, was das für ein Unterschied Im ist. Vergleich hierzu, ja, auf jeden Fall, Ja, ne? absolut. Und ich guck gerade mal. So, ich glaube, mehr gibt es jetzt ja nicht zu zeigen. Nee, Die sind ja der wirft jetzt. halt dann seinen Wut und dann war's das. Ja, Guck mal, ob genau. es auf meinem Channel ist. Weil mein Twitch-Channel, da wurden ja jetzt auf einmal alle Videos gelöscht. Oh Gott. Nicht gewohnt. Das wäre echt schade. Hast du das auch gespeedrunnt? Ich habe ja nur das VGA gespeedrunnt, ne? Ach so, ja, dann kannst du es ja eventuell von da zeigen. Nee, leider habe ich sie nicht auf YouTube. Aber im Speedrun hast du sie doch. Ja. Ja. Du kannst das ja da, von da zeigen. Ich habe es ja auch nie let's played, das Remake, leider. Ich gehe mal kurz hier auf speed.com. Genau. Mal. Meinen Channel. King's Quest 3 Redux heißt das Ganze. Ja. Und das Video war damals auf Twitch und ist auch nicht mehr verfügbar. Toll. Also wirklich das Letzte. Also, aber das macht nichts. Streamst King's, ich glaube. du jetzt eigentlich beides, YouTube und Twitch wieder oder heute? Warte mal. Nee, das reicht. Ich stream gerade nur auf Twitch. Warum auch immer.
Dann ist das dann vielleicht auch bald wieder weg. Nee, also ich exportiere das direkt nach YouTube hier danach. Heute Morgen habe ich schon einen Stream gemacht, den habe ich auf YouTube exportiert und der ist auch da. Ja, schön. Okay. Aber ist es nicht dann doch einfacher, wenn du dieses, wie hieß dieses Programm, wo du alles mit streamen kannst, was du neulich benutzt hast? Restream. Restream. Wäre das nicht praktischer, das immer zu machen? Ja, ich habe das auch gerade über Restream laufen, aber irgendwie hat er die Verbindung zu YouTube unterbrochen. Muss Ach ich nochmal so. nachgucken. Aber ich Okay. habe jetzt hier mal ein anderes Video gefunden für euch, wo man das einfach mal sieht. Warte mal. Ist das nicht schön im Vergleich zum im Vergleich zur AGI-Version? Guckt euch das doch mal an hier. Ja, also wirklich, es ist überhaupt kein Vergleich, finde ich. Nee, das ist wirklich. Schöner. Nur fiese ist es genauso. Also, Oh ja, das ja. ist echt Du fies. hast oben auch den Timer und du musst auch, aber die Zaubersprüche, die musst du nicht tippen, ne? Nee, die liest er dann vor, wenn es soweit ist. Was ich ja nur schwer fand, du musst halt alles selber machen mit den Händen, ne? Also du musst Streichholz den Bunsenbrenner anmachen, dann das da hinlegen und das dann zerhacken und alles musst du ja manuell machen mit der Das Hand. stimmt, aber das ist immer noch besser als alles zu tippen und sich zu vertippen und dann zu sterben. Ja, das stimmt. Und jetzt, ich skippe einfach mal hier durch das Let's Play. Ihr seht Genau. hier schon die Landschaft von Ludor, wie die aussieht und alles schon schöner. Ja, auch die Leute, die dann da reden, finde ich echt, also das ist echt toll gemacht. Aber das war jetzt, glaube ich, auch schon spätere 90er. Dieses hier. Ja, das kann sein. Also mit Mitte, späte 90er. Oh, schreibt mir den jetzt. Ja, und hier sieht man zum Beispiel das Diebesversteck, wo man sich auch reinschleichen muss. Den Genau. Geldbeutel da stehlen muss. Aber nur, wenn der Räuber schläft, sonst bist du tot. Genau, und Das wird auf jeden Und Fall. weißt du, was aber interessant ist, wäre diese Medusa, ne? Die haben wir jetzt gar nicht gezeigt in der Originalversion. Da konntest du dich ja einfach nur am Wüstenrand in Stein verwandeln mit dem Spiegel. Ja, genau. Und in dieser Version hier, das habe ich dann mal irgendwie rausgekriegt, weil ich es mal angespielt habe, nachdem wir es gespielt hatten. Und da hast du sie ja auch in Stein verwandelt in ihrer Höhle. Aber das musste man gar nicht für die volle Punktzahl. Nämlich konnte man sie von ihrem Fluch befreien und dann ist sie weggegangen und war wieder eine Maid aus dem Dorf. Also das hat mich echt überrascht. Ich habe Ja. dann einfach ein paar andere Sätze gesagt und auf einmal war die weg und frei und das fand ich richtig toll. Cool. Ja, Und das haben wir aber auch nicht gemacht, weil wir es nicht wussten. nee, das wussten wir nicht. Und was ich halt auch cool fand, ist, dass die Zeit, wenn Menennen weg ist, dass sie grün angezeigt wird. Und wenn sie gelb wird, sollte man sich langsam auf dem Weg nach Hause machen. Und wenn sie rot ist, dann ist er fast da, glaube ich. Da Genau, konnte das man finde ich auch sehen, klasse. ob man noch Zeit hat oder nicht. Das war ganz cool. Genau. Und, Was war mit dem? Den gab es im Original auch nicht. Was war das? Was musste man von ja, dem? man, Weißt das war ja, beim Original konnte man ja einfach den Katzenspell machen, aber hier war der Katzenspell ja in einem Stein drin, die Seite war ja rausgerissen Ach, und das er stimmt. hatte ja irgend so eine Flasche, die sich immer gefüllt hat und da mussten wir das da mussten wir da so lange Wasser reinkippen, bis das Blatt nach oben getrieben ist oder so. Stimmt. Und die Bibliothek gab es im Original auch nicht. Genau. Und was im Original auch nicht gab, ist das hier nämlich, diese schöne Insel, diese Rätselinsel, wo man dann, diese Schatzinsel, ja? Ihr seht es, oh Gott, diese Steine, weißt du das nochmal, Lene? Oh Gott, Oh Gott, ja. diese Steine, Oh. keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, warum wir da immer gestorben sind. Bis ich mal irgendwo ein Dings, eine Lösung rausgekramt habe. Glocke. Hara, danke für deinen Host. Für deinen automatischen Host. Thank you for your Host. Ja, und auf jeden Fall, das war halt diese Schatzinsel und da musste man halt die Prüfung der Weisheit machen und so weiter und so fort. Ja, das war Oh, das war ja. sehr seltsam. Und auf jeden Fall, um euch dann nochmal zu zeigen hier, das ist hier
die Schneewelt, oder was heißt die Schneewelt? Das war hier die Berge. Und wer ist das hier? Cedric sitzt auf einem Baum, hallo. Genau, Ja. das fanden wir auch total witzig. Ja, Cedric ist die Eule, ihr Lieben, aber zu der sagen wir was, wenn wir King's Quest 5 dran sind. Genau, dauert noch eine Weile. Und jetzt könnt ihr euch mal schauen, wie cool die das eigentlich hier gemacht haben, wie die Welt hier aussieht, diese Daventry. Hier seht ihr noch, hier ist ein bisschen grün alles und so man, wenn man hier immer näher kommt, das sieht richtig toll aus hier. Guckt euch das mal an. Ja, Und jetzt das kommt man ist nach echt unten cool. hier. Guck mal, das hat mich begeistert, der Bildschirm jetzt hier auch. Das haben sie richtig cool gemacht. Ja, das ist toll. Also das ist wirklich toll. Ja, und da muss man Ja, dann halt. ja. Auch der Drache, den fand ich auch richtig cool, wie sie den gemacht haben, glaube ich. Das ist die Höhle aus Torrens Passage, glaube ich. Ja, und hier der Drache, den find ich auch viel ansehnlicher Ja, als der sieht auch aus wie ein Riesen. Ja. ja. Du kannst ja mit diesem Grafikzeug, mit VGA viel mehr machen als mit dem anderen, mit diesem Originalzeug. Ja. Hattest du gar nicht. Und für die Rechner, für die es geschrieben wurde, die konnten ja auch nicht mehr zeigen. Ja, Die hatten sicher. ja noch keine Grafikkarten, so wie wir sie heute kennen. Oh ja, und die waren teuer damals, ne? Die Rechner. Ja, oh, mein erster hat 5.000 Mark gekostet und der konnte nichts. Uiuiui. Ja. Ich habe ich 4 Monate dran abbezahlt oder 5. Ja, und wenn wir hier Rosella befreit haben, dann genau, hier kommt dieser Gnom oder dieser Zwerg und der macht einen halt diese Brücke jetzt, die man halt hier rübersteigen kann. Im Original Genau. sind wir links hergegangen, aber ich Wir müssen glaube, da rechts. von links kamen wir hier im Remake. So. Ja, da baut er eine Regenbogenbrücke, warum auch immer. Und der Weg ist auch viel länger zum Schloss als im Original. Hier gibt es auch noch diverse Fallen, wo man reintappen kann. Ja. Ja, das Land sieht wirklich verbrannt mal aus. Das haben sie gut gemacht. Ja, richtig toll. Und hier ist ja auch, ne, im VGA Remake ist ja auch. Oh ja, diese Feuerwand. Da bin ich aber nicht reingelatscht. Nee. Die ging aber ziemlich schnell. Das wäre ärgerlich, ne, wenn man da gestorben wäre. Okay, Oh, das er ist war. aber reingelatscht. Der Typ. Der Stell mal vor, du latscht vor deiner Schwester in so eine Feuerwand und verbrennst erstmal. Oh Oh. oh. Wie? Ja, Hey, ihr ganz toll. Lieben, ihr seht, ne, also. Es ist zwar nicht von Sierra gemacht, aber die haben sich ja, ne, am Original auch orientiert, aber es könnte Sierra-like sein. Selbst wenn man in Sierra irgendwas geschafft hat und dann kann man trotzdem noch sterben bei den letzten Schritten. Und er schafft es echt nicht, da durchzugehen. Ich finde das Ja. irgendwie witzig. Ja. Ja, was macht er denn da? Was macht er immer mit seiner Game Music? Egal. Er speichert aber, ja, okay, er speichert aber auch alle paar Meter ab. Das ist weise. Ist das dein Speedrun? Nein, nein, das ist nicht mein Speedrun. Okay. Oh! Und was macht er denn da? Er stirbt und stirbt und jetzt ist er irgendwie in so einem Loch. Ja, ganz toll. Es ist wunderbar, wunderschön, wie er das macht. Auf jeden Fall sehen wir hier auch so ein kleines Easter Egg schon mal. Und zwar, wenn man jetzt hier, er geht jetzt links her und hier steht ein, ja, mit dem redet er, glaube ich, nicht, aber hier steht ein Mann mit einer schwarzen Kutte und der ist so eine Genau. Anspielung auf King's Quest 5, ne? Das ist sogar, doch, das Ja. ist ja, das müsste Mordek sein, ne? Ja. Ja. Rosella will erstmal zu Mordek hingehen, aber Alexander geht nach oben, okay. Ja, lass den lieber in Ruhe. Boah, das ist aber auch. Das zieht sich da ganz schön lang, Es zieht ne? sich der Weg, ja. Aber jetzt hat er es geschafft. Auf jeden Fall seht ihr, dass es ist. Also, ich finde beide Spiele to eigentlich toll, ne? Also beide Versionen. Aber falls ihr das mal spielen wollt, spielt erst die Argy-Version und dann.
verwöhnt eure Augen mit dieser Version. Das ist das. Ja, genau. Also es ist wirklich, da sind auch noch ein paar andere und gemeine Ritze mit drin hier. Und wobei das erste schon so gemein ist. Meinen schönen Glitch hast du gar nicht gezeigt, aber das macht nichts. Ach doch, warte, den wollte ich mal eben zeigen. Ja, weil ich hatte nämlich in meinem Let's Play, in meinem Spiel, unverhofft, das ist mir vorher noch nie passiert, einen richtig lustigen Glitch. Wir haben uns alle drei totgelacht darüber. Ah, verrat's jetzt nicht. Findest du den? Ich finde den ja, das ist Gut. ja nicht schwer zu finden. Muss mein Rollo wieder mitmachen. Ja, ein paar Wolken. Schön. Oh, das sollte mal wieder regnen. Ja, da war ich wirklich sehr über. Ich habe nicht nur so getan, ich war überrascht, Warte mal, das ist doch weil ich diesen Iga. Glitch nie vorher gehabt hatte. Und ich habe das Spiel ja auch bestimmt halb Dutzend Mal gespielt. Gehst du runter? Ah, hier, genau. Da macht Marlene nämlich einen Ausflug und guckt sich erstmal das Bücherregal an. Und genau. Und da komme ich nicht mehr runter. Ja, auf einmal, als sie den Text hier weg. Also, ne, erstmal steht sie vor dem Bücherregal und will sich das angucken. Und warum auch immer, aus irgendeinem Grund, geht sie dann ein paar Schritte und, ja, geht dann irgendwie das Bücherregal hoch. Ja. Ja, also, ne. Ja, also verstanden habe ich es. Und ich kam da auch nicht mehr runter. Also es war völlig unmöglich. Fanden wir ja erst ganz witzig. Und ich so, huh, was ist das denn? Und dann ging der da aber nicht mehr runter. Also du hast ihn da nicht mehr weggekriegt. Das ist bestimmt ein Pixel, ein Pixel gewesen, wo die einfach vergessen haben, da irgendwie so eine Sperre zu machen, damit man da nicht hergehen kann. Und ich glaube, den hast du getroffen und da konntest du dann durchgehen. Wahrscheinlich, aber nicht mehr raus. Nee, nicht mehr raus. Bist du siehst ja, steckst du völlig fest. Außer du hättest vielleicht den Pixel gefunden, wo du reingekommen wärst. Ja, aber da, ja. Ich habe dann den Speicherstand aber nochmal geladen. Ich glaube, das war dann besser. Ihr Lieben, ihr sagt ja gar nichts. Ist überhaupt noch jemand da? Ja, da steht sechs Leute, inklusive mir, also fünf, gucken zu, aber keiner sagt was. Seid ihr so fasziniert oder seid ihr alle schon eingeschlafen? Ich denke eher fasziniert. Das fasziniert einen doch, oder nicht? Ja, ich finde auch, ja. Besonders dieser lustige Glitch, den könnte ich stundenlang Ich habe gucken. den auch mal probiert, aber ich habe den es nicht geschafft, da hochzukommen. Nee, das ist keine Ahnung. Also ich habe ihn auch vorher nie gehabt. Nie. Und danach habe ich es dann sowieso nicht mehr gespielt. Also nach diesem Let's Play war dann ja auch gut, ne? Das muss man ja nur nicht, wenn ich mal vielleicht irgendwann ganz viel Freizeit habe, dann. Siehst du, Niki ist schon sprachlos hier. Ich weiß nicht, was sie schreiben soll. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und auf jeden Fall, King's Quest 3, schweres Game, wie immer. Aber auf jeden Fall besser als 1 und 2. Ja, auf jeden Fall um Längen besser als zwei. Also Ja. eins fand ich ja eigentlich noch. Ging ja noch. Ich meine, natürlich war das von der Grafik her Urks, aber von der Geschichte her war es eindeutig besser als zwei. Ja, und auch ausführlicher. Aber drei ist schon echt knackig. Also da musstest du ja schön überlegen. Wieso haben wir eigentlich nicht im letzten Retro-Talk bei King's Quest 1 und 2 mal über die VGAs gesprochen? Aber ich glaube, wir die VGAs können wir eine extra Folge machen. Die sind ja beide recht umfangreich. Ja, das können wir machen. Ja, hatten wir das nicht? Nee, stimmt. Hätten wir nicht erwähnt. Ja, VGAs. dann, oh ja, dann lass uns da doch mal noch eine extra Folge machen. Das finde ich schön, weil die echt, also gerade für den Zweier, finde ich, Das lohnt Zweier sich war mit, das. also das Zweier VGA, muss ich sagen, ist mein Lieblings-VGA von den ganzen King's Quest. Also, Ja. dass die aus so einem schwachen Spiel sowas gemacht haben, das ist Ja, richtig toll. ja, ja. Also das würde ich auch glatt nochmal mit dir irgendwann streamen. Das Das ist nämlich können wir echt klasse. nochmal machen, ja, irgendwann.
Oder hast du es noch? Dann ja natürlich nicht, aber wenn es auch verloren gegangen Nee, es ist, ist dann. wirklich alle Videos, also es sind jetzt auch, ne, wenn man mal bei mir auf Twitch guckt und auf unter Videos geht, es sind null wie nur noch zwei Videos irgendwie da. Ja, dann. Ach, dann können wir die doch nochmal machen. Das ist schön. Ja, Auf den hätte ich nochmal echt Lust, weil der echt klasse ist. der Zweier ist klasse, ja. Auch mit den Ja. mit dieser ach mit diesen ganzen Unterwasser-Welten, das war richtig spannend mit den Haien und so und Ja. mit den Werwölfen am Ende, das war schon ganz cool. Ja, das war wirklich toll. Also da haben sie diese Geschichte wirklich so episch ausgebaut in die Breite und in die Tiefe. Wirklich toll. Und dann würde ich auch noch mal meine schönes Intro lesen, was ich übersetzt hatte Ja, damals. das Das gehört natürlich dazu. machen wir auch mal. Ihr Lieben, wie gefällt euch denn unser Format, dieser Retro-Talk? Ne? Müssen wir mal fragen, ob Ja. das euch interessiert oder wir labern hier einfach nur rum. Ob das überhaupt interessant für jemanden ist. Also, Marlene und ich, wir können da, glaube ich, Stunden über so alte Scheiße reden. Absolut, habe ich kein Problem mit. Ich muss dazu sagen, ich bin durch Marlene halt, da ich King's Quest 7 bei ihr geschaut habe, halt erst auf die anderen King's Quest-Teile gestoßen. Und ich habe die mir angeschaut bis zum Umfallen. Und ich kann mittlerweile durch Marlene, durch dass ich dieses Let's Plays von ihr so oft geschaut habe, kann ich alle Teile auswendig spielen. Das muss ja schon was heißen. Das aber echt, ja. Ja, dann können wir ja alle King's Quests, wenn die weg sind, können wir sie ja alle nochmal spielen. Ich glaube, das macht mir deutlich mehr Spaß als dieses blöde Space Quest. Ja, also Oh. Space, sogar graut es mir auch vor wieder. Ja, also ich muss Ach. sagen, ich habe auf diesen Fünfer keine Lust Nee, ich mehr. auch nicht. Wie ist denn, Niki, toll, das freut mich sehr, dass du diese Laberei schön findest. Uns macht sie nämlich auch einen Höllenspaß. Ja. Und wenn die Zuschauer dann auch noch Freude dran haben, dann ist das natürlich noch umso besser. Aber Space Quest 5, wir können uns momentan nicht überwinden, das weiterzuspielen. Vor allen Dingen ist es so lange her, dass wir das gespielt haben. Wir müssten nochmal von vorne anfangen. Wir wissen nicht mehr, wo wir waren. Genau. Das ist so nichtssagend für uns, ihr Lieben. Wir wissen überhaupt gar nicht mehr, worum es geht, obwohl wir das noch gar nicht so lange her ist, dass wir es gespielt haben. Nee, Aber aber also, weil irgendwie, was habe ich gesagt? Ich finde es total pubertär und irgendwie doof. Und dieser Humor, das ist nicht meiner irgendwie bei Space Das Quest. Einzige, was ich ja lustig fand, ist, ich habe mich hingesetzt, ach, ich drück mal den Knopf und das ganze Schiff Selbstzerstörung. Ja, das war klasse. Das war das Einzige. Das war witzig, alle gehen weg und ich, den ersten Knopf, den man drückt, ist natürlich Selbstzerstörungsknopf. Ja, ganz toll. Nee. Aber also ansonsten ja, fand ich es jetzt Also die ersten drei Teile haben mir Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. ja, den vierten, ja, die waren okay, waren auch nicht so lang, Gott sei Dank. Den vierten fand ich irgendwie, das war mit dem Einkaufszentrum, das fand ich auch irgendwie schon komisch. Ja, es war komisch, also es war eigenartig, ja. Also die ersten drei, Ja. die waren ja auch immer noch in dieser, die ersten drei waren ja noch in dieser mit Texteingabe. Genau. Und die waren irgendwie gut. Also ich fand das erste ganz gut. Das erste war ja mit dem, ach, mit diesem, wo wir auf den Planeten kamen, mit diesem komischen Alien-Gesicht, wo wir dann dieses Viech töten mussten und dem Knochen, ne? Genau. Das war noch irgendwie ganz cool. Und der zweite auch, fand ich auch spannend da. Der dritte mit den Piraten fand ich ein bisschen komisch, aber der war insgesamt auch gut. Aber ab dem vierten, da ging es dann irgendwie auch los, komisch zu werden. Irgendwie habe ich mir da das Gefühl, dass die da angefangen haben, das Ganze so ein bisschen zu, weiß nicht, aufzuziehen und irgendwie Ja, ich weiß, also ich finde es auch unnötige doof. Sachen reinzubringen, ja. Ja, völlig. Ich habe die damals auch nie gespielt. Ich habe den Sechser gespielt. Da habe ich ewig für gebraucht, weil der auch echt ätzend ist. Aber der ist ganz lustig und da ist die Grafik auch wieder schöner. Die ist schön, die habe ich mir schon mal angeguckt, ja.
Da können wir ja mal irgendwann mal reinspielen und wenn du keine Lust drauf hast, dann lassen wir das einfach sein. Also, Ja, können wir mal dann spiele gucken. ich lieber nochmal alle 7 Kings Quest oder 8. Oh Gott, 8. Aber also okay, also für 8, da müssen wir uns auch mal irgendeine Folge einfallen lassen. Oh Gott. Ja, ihr Lieben, ihr Ja. hört richtig. Es gibt eigentlich 8 Kings Quest. Wir reden ja immer nur von 7. Das hat auch einen Grund. 8 ist kein King's Quest. Ja, Ja, es ist etwas schwierig, dieser 8. Teil. weil das ist erstmal ist es so das eins der ersten 3D, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo und die Steuerung war total bescheuert, weil die das irgendwie noch nicht richtig auf die Reihe gekriegt haben. Und dann war das auch mehr ein RPG als ein Adventure. Und Ja. das habe ich über, das fand ich so bescheuert. Ich habe es auch nie zu, ich habe es mal angespielt und dann ist mir beim Speichern ja immer das Spiel zusammengekracht und dann habe ich es aufgegeben und ich habe die CD auch nicht mehr, Gott sei Dank. Ich habe die mal verlost und irgendein armes Schwein hat sie gewonnen. Ja. Ja. Und deshalb möchten wir das nicht so gerne spielen. Wir werden es euch bestimmt mal zeigen in Videos, aber spielen glaube ich eher weniger. Nee, ich habe, glaube ich, keine Lust dazu. Nee, ich auch nicht. Also ich. Nee, nee, das ist nicht toll. Aber wenn ihr es mal spielen wollt und euch mal selbst ein Bild machen wollt, Dann weil. gucken wir gerne zu. Da gucken wir zu und ihr könnt es euch auf GOG holen. Da gibt es nämlich Kings Quest 7 plus 8 im Bundle für, weiß nicht, 9 € oder so. Ja, also echt kein Vermögen, Könnt ja. ihr euch das machen. Da gibt es Und sowieso direkt, also wenn ihr alle, ich denke mal, fast alle Games, worüber wir hier quatschen, gibt es bei GOG oder bei Steam zu genau. kaufen. Und ich finde es eine coole Sache. Also ich habe mittlerweile auf GOG. 382 Spiele. Ja, also ich meine jetzt von den alten Spielen habe ich, die kaufe ich mir teilweise alle bei GOG, wenn es geht. Die gibt es Ja. immer in so Bundeln, das finde ich gut. Die sorgen auch dafür, dass die Spiele funktionieren. Das ist auch schön. Ja, das stimmt. Und das ist richtig gut. Weil. Hab ich mich so gefreut, dass die Kings Quest 7 zum Funktionieren gebracht haben, da. Das konnte ich ja damals gar Ja. nicht mehr spielen, ab XP oder ab Windows 7. Ja, das war. Ja, ich habe es noch auf Windows 7 irgendwie hingekriegt, frag mich nicht wie, aber dafür hatte ich ja dann auch den schönen Bug mit dem Dynamitstängelchen, mit dem Böllerchen, mit dem Silvesterböller. Ja, Piepmancher, ja. da kommen wir dann, wenn wir bei Kings Quest 7 so sind. Oh, bei Kings Quest 7, da kann ich, glaube ich, totreden euch mit. Ja, ich auch. Ah, Kings Ich Quest kann euch 7. auch schon bei 5 und 6 totquatschen, bei 4 sowieso, also eigentlich bei ab 4. Geht's für mich so richtig schön los. Die ersten drei, okay, ja, sind gut bis auf den zweiten jetzt, aber ab vier fand ich die Serie richtig gut, weil auch die Geschichten immer besser wurden. Genau, also ab 4 gehen die Folgen doppelt so lang. Stellt euch drauf ein. Aber wir quatschen Ja, jetzt auch schon wieder vier. eine Stunde, Was, oh Gott, tatsächlich. Na ja, gut. Ja, Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir das aber mal. beenden wir die Laber, Folge, genau. laber, Das ist also King's Quest 3 gewesen. Ja, ich laber. glaube, Genau. In AGI und in VGA? ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wenn ihr das Nö. Spiel spielen wollt, auf GOG gibt es die King's Quest 1, 2, 3 Kollektion in so einem Package für 5 € glaube ich nur. Da kann man Ja, nichts ja. falsch machen. Und Nee. wer halt die komplette, ich glaube, Kollektion haben will, der könnte das auch auf, ich weiß gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Ich habe die damals mal auf Steam erst gekauft. Da gibt es die King's Quest Collection auf Steam. Ich guck gerade nach King's Quest Collection, ob es die hier noch zu kaufen gibt. Oder ob das das nicht mehr gibt. Ja, doch, es gibt sie zu kaufen. Ist gerade im Angebot für 13,39 € alle King's Quests von 1 bis 7. Kosten insgesamt 13,39 €. Ja, das ist doch mal ein Deal. Hallo Charlie. Ich bin nicht Charlie, aber hallo. Ich bin auch nicht Charlie. Nee, das ist Marlene, Nein, genau. genau. Ja, dann würde ich sagen, kommt als nächstes dann King's Quest 4. Also wir rattern jetzt einfach mal die ganzen King's Quests erstmal durch.
Ne? Genau. Wobei wir sagen müssen, zu King's Quest 4 gibt es leider kein VGA-Remake. Irgendwer hat mal eins angefangen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Nein, bin ich nicht. Ich bin die Oma. Nein. Genau, du spielst mit deiner Mama. Nein, nein, Quatsch. Nein, bin ich auch nicht. Nein, wir kennen uns nur so von King's Quest 7 auf YouTube. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, dieser King's Quest 4 Remake in VGA, das ist ja leider nie zu Ende geführt worden. Naja, Finde ich sehr leider. schade. Weil würde ich, wenn das mal irgendwann zu Ende geht, würde ich sofort spielen. Und wenn ich dafür 100 Jahre alt werden müsste, guck mal, was für eine Frage. Jetzt labern wir hier über eine Stunde über King's Quest und es kommt jemand neu rein und kennt es nicht. Erklär mal. Was ist King's Quest? Eine sehr alte Spielereihe aus dem Hause Sierra. Und eine sehr Genau. schöne Spielerei, Adventure-Spielereihe. Genau. Und, ne, mehr kann man dazu nicht sagen. Nö, nö, da geht es um ein schönes Königreich, was immer verteidigt werden muss und die diversen Familienmitglieder des Königshauses, die sind immer mal dran, irgendwie wieder was in Ordnung zu bringen, was daneben gegangen ist. Ja. Genau, kennst du Hunter Hunted? Nee, kenne ich nicht. Leider nicht. Genau, und man spielt halt in allen Teilen die irgendwelche Mitglieder der Königsfamilie. Und ist auch von Sierra, okay. Das Hunter überlegst du Hunted. gerade mal, ja. Von 96 von Sierra, okay. Mal gucken. Ja, das haben wir auch mal. Aha. Komisch. Aha. Wow. Hier sieht aber eher so, ja, ist nicht so adventuremäßig aus, ne? Nee, ist ein Action. Okay. Also steht, ja, das ist eher nicht so unser Genre, glaube ich. Nee. Nee, das ist ein Actionspiel. Actionspiel. Ah, okay. Ja. Vielleicht hast du ja mal Lust drauf, ich bestimmt Ich nicht. weiß nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht gucke ich mir mal an, was da so abgeht. Ja, Action, Action halt. Action. Haha. Genau. Actionspiele Ja. interessieren dich auch nicht, Niki. Nee, ich finde die langweilig. Also so Jump and Run Zeugs und so, finde ich so langweilig. Wobei ich hatte mal eins, das hieß Load Runner, das war auch von Sierra. Das hatte 150 Levels und die waren alle dermaßen fiese. Das gab es aber in so Pixel-Kunst. Das war schon fiese. Und dann haben sie es aber selbst mal auch als VGA-Remake rausgebracht. Und das war auch fiese. Da habe ich aber tatsächlich mal alle 150 Levels geschafft. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe sie geschafft. Ich glaube, das würde ich heute nicht mehr bringen. Da hätte ich auch gar keine Geduld mehr für, mich da hinzusetzen und da 150 Level gegen so komische Geister und was und Aha. mit Kleber und mit Bomben und mit Gewehren und was du da dann immer alles noch dazu kriegst. Also, aber das war ein witziges Spiel. Ich glaube, irgendwo habe ich mal ein Beispiel-Level auf meinem YouTube-Kanal, aber ich weiß nicht, ob ich das noch drauf habe oder gelöscht. Keine Ahnung. Egal, das war ganz witzig, aber das war auch alles. Und das war halt die ersten Computerspiele, das hast du halt dann gezockt, ne? So Zeugs. Oder Decathlon, so Sportspiel, so Zehnkampf. Da war ich richtig gut drin. Was ist denn da jetzt im Chat los hier? Keine Ahnung. Guck mal im Stream, ob ich da irgendwas nachlesen kann. Was ist denn da los? Was ist das denn? Niki, was war denn los? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ach so, naja, gut, dann ist das in Ordnung. Ach, du kannst aber noch im Stream mal gucken, weil im Stream ist ja auch mein Chat abgebildet. Ja, ich sehe es hier, ne, ich sehe es ja nebendran. Und, der ist jetzt raus. Der war sowieso etwas seltsam, finde ich. Das ist gut. Er Gut, dass es hatte nicht. geschrieben, wer hat dich, als Niki geschrieben hat, solche Art Spiel interessieren mich nicht, hat er geschrieben, wer hat dich nach deiner Meinung gefragt und Was für ein solche. Arschloch. Also, hallo? Entschuldigung. Geht ja gar nicht.
Natürlich kannst du deine Meinung sagen. Ich finde solche Spiele jetzt auch nicht so witzig. Das kann ich auch sagen. Ja, nee, das geht auch nicht. Also echt. Ja, hat man nun mal manchmal solche Ja, Leute. wir hatten doch letztens auch irgend so einen Spammer, ne? Ja, bei YouTube so, und der hat uns voll gespammt. Genau. Ja, gleich weg damit. Auf jeden Fall, ja, beenden wir die Folge erstmal sowieso und Genau. jo, das war Folge 2 von Retro Talk, King's Quest 3 und die nächste Folge. King's Quest 4, The Perils of Rosella. Rosella in Gefahr sozusagen. Ja. Das wird wieder spannend. Ich kann es euch sagen. Also King's Quest 4 ist auch einer meiner Lieblings-King's Quest-Teile. Und ich glaube von Doch Marlene ganz toll. sowieso. Ja, absolut, finde ich so toll. Was, ich mag keine Action-Spiele und Punkt. Wenn andere es mögen, dann ist es auch egal. Ja, es ist ja dein Recht, deine Meinung zu äußern, ja. Klar. Mach Absolut. dir da keinen Kopf, Niki. Der blöd kommt. Naja, gut. Okay. Gut, dann bedanken wir uns, dass ihr dabei Ja. wart. Und falls ihr Bock habt, dann schaut nächste Folge wieder rein. Wann auch immer das sein wird, wir werden es euch dann ankündigen. Auf jeden Und Fall. dann geht's King's Quest 4 weiter. Und ja, Marlene, möchtest du noch was sagen? Ja, bis dann, bleibt dran. Bis sie lieben. Tschüss.